Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und zwar für mich aus gegebenen Anlass. Ich habe ja vor kurzem erst das Video gemacht der Entspannung. Aber leider muss ich sagen, kommt es zu wenig bei den Menschen an, weil die Menschen so hoch oder stark, wie soll ich es nennen, in ihrer Spannung drin sind. Überall im Außen, jeder konzentriert sich und richtet sich nach außen, und in dieser Welt ist momentan wirklich vieles in Hochspannung. Da muss man gar keine Einzelfälle aufzählen. Das würde die Spannung nur noch erhöhen. Denn es ist jedem, der ein bisschen informiert ist, voll bewusst, was geht los, was ist zurzeit los in dieser Welt. In allen möglichen Bereichen bewegen wir uns auf ein mögliches Chaos zu. Wo wird es enden? Stellen sich viele die Frage. Und wir können nur eins tun, für Entspannung zu sorgen. Denn keiner ist allein, wir sind alle verbunden. Wir sind alle über Mutter Erde und den Kosmos verbunden mit allen Leben und allen, was lebt und was ist. Wir sind ein Teil davon, und dessen soll man sich mal bewusst werden, dass wir nicht an ein Alleinstellungsmerkmal haben als Mensch oder Menschheit, sondern wir sind verbunden mit der Mutter Erde, die uns trägt, die uns ernährt, und auch mit dem Universum, in dem unsere Erde existiert. Wir sind alles ein Teil davon, und wir haben sehr wohl auch einen Einfluss darauf. Und deswegen möchte ich euch bitten, wenn dich das Video interessiert, wir werden gleich eine Meditation machen, dann teile es und gib es weiter. Denn, Entschuldigung, wir sollten doch versuchen, diese Spannungsfrequenz auf der Erde unter den Menschen wieder in ein angenehmes Niveau bekommen, weil es um uns alle geht. Ich habe es genannt, dieses Video, Zurück nach Eden. Und für Entspannung für die Menschheit. Und das soll auch die Absicht sein von diesem Video. Wir schließen die Augen in unserer, oder ich schließe jetzt die Augen in meiner Position, in der Meditationshaltung. Konzentriere mich auf meinen Atem. Und atme ein durch die Nase. Beim Ausatmen wieder entspannen. Das ist schon die erste Stufe, unseren Körper und unseren Geist zu entspannen. Jeder wird es für sich erkennen können, dass der Körper im Herzen vielleicht die Herzfrequenz erhöht ist, auch der Geist, so viele Gedanken, was passiert und so weiter. Also es läuft alles auf Hochtouren. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch mehr entspannen, in die Stille gehen. Je nachdem, in welchem Zustand du dich befindest, wie geübt du bist in der Meditation, wird es dir den einen schneller, den anderen ein bisschen langsamer gelingen, in diese Stille zu kommen.
Ich konzentriere mich jetzt auf die Fußflächen, atme ein und gehe langsam durch den Körper hoch in die Knie, ganz ins Gesäß, in das Wurzelchakra. Das Nabelchakra, dann in den Solarplexus, jetzt ins Herz und jetzt im Herzraum, da kannst du durch ein paar Atemzüge nehmen, um wirklich zu entspannen. Dann gehst du oder gehen wir in den Kehlkopf. Und jetzt in das dritte Auge. Und jetzt in das Scheitelchakra. Hier können wir auch ein paar Atemzüge nehmen, um es auch wirklich zu öffnen. Und uns den Kosmos, der diesen unendlichen Raum zu öffnen. Und jetzt gehen wir zurück in das dritte Auge und durch unsere Vorstellungskraft holen wir uns ein paar Bilder vom Garten Eden, von der Natur, wie wir uns das vorstellen. Die Bergen, schöne grünen Bäumen, vor mir eine Wiese mit schönen Blumen, bunte Blumen, in der Ferne Berge mit reiner, sauberer Luft. Ich sitze hier auf einem Baumstumpf oder einem Stein, größeren Stein, und schaue hinaus in so ein Tal, wunderschönes Natur. Der wahre Garten Eden tut sich vor mir auf, mit reiner Luft, so angenehm zum Einatmen, ein angenehmer, gleichmäßiger Wind spüre ich auf meiner Haut, in meinem Gesicht. Die Luft ist so angenehm zu atmen, sogar den Geschmack der Blumen zu merken, wie es alles duftet und schmeckt. Wir hören aus der Ferne, nicht weit aus dem Wald, das Waldgeschrei, dieses Vogelzwitschern, dieser Gesang der Vögel. Und lassen diesen Garten Eden auf uns wirken. Und es ist in unserer Freude, hier zu sein, hier und jetzt, in diesem Garten Eden, voller Liebe zur Natur, zu allem, was ist. Wenn hier, ich sehe ein paar Rehe, ein paar Hasen, hier ein junges, kleines Reh schaut mich an mit seinen großen Augen, mit der Mutter dabei, und hier ein größerer Hirsch mit seinem Geweih und ein paar Schmetterlinge fliegen umher und ein paar Vögel. Alles ist ganz ruhig und still in der Natur eingebunden, den Ablauf dieser Natur. Und ich bin entspannt und füge mich ein in diesen Kreislauf der Natur. Es ist sehr angenehm, ein wunderbarer Teil von diesem Garten Eden zu sein. Ein Teil der Natur und aller anderen Wesen um mich herum,
den ich spüre, sehr angenehm, dieses friedvolle Zusammensein. Ich möchte dir an dieser Stelle, ich komme langsam zurück ins Tagesbewusstsein, öffne die Augen und keine Gedanken. Ich wünsche dir, sagen wir so, das Erwachen zur Entspannung, zum Wohlgefühl. Und zum Einklang mit der Mutter Erde und dem Universum. Bis zum nächsten Video. Tschüss.